Die 14-Jährigen sind ja bekannt, dass sie nicht nur volkstümliche Musik, sondern auch Rock und alles Mögliche auf die Bühne zaubern. Jetzt haben sie uns ein zweites Lied mitgebracht und das wird wieder einiges rockiger. Sie haben dafür auch ihr Outfit verändert und jetzt sehen Sie ein zweites Mal die Schützenjäger mit Gloria Halleluja! Wissen natürlich, das sind unsere Studenten.
Und wir sind ja immer bestrebt, möglichst viele Talente auf die Bühne zu bringen, die keine Bühnenerfahrung haben. Das ist bei dieser Truppe natürlich ein bisschen was anderes. Man kennt sie ja als ERV, als Spider-Murphy-Gang, als Relax und heute als Schürzenjäger. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie schafft ihr den musikalischen Spagat? Ja, das ist ganz einfach für uns. Lauter Vollblutmusiker noch hinter mir, da kann nicht schief gehen, oder? Da sind wir gespannt, ob und was wir in Zukunft noch alles noch hören werden. Und dies ist eine eingeschworene Truppe, die eigentlich fast immer mit der gleichen Besetzung auftreten. Heute aber ist ein bisschen was anderes. Es ist sein Musiker ausgefallen. Und der Walter war schon immer so begeistert von der Truppe davon und hat das Glück gehabt, was uns noch keiner geschafft hat von uns, dass er für diese Schützenjäger nominiert worden ist und dass er in das Bollwerk Studenten eindringen hat können. Also ist Wahnsinn. Und der Walter Trommelzer. Jetzt darf ich mir vorstellen. Am Schlagzeug unser Franzi Friedl. Am Keyboard unser Walter Trommelzer. An der Ziehharmonika und E-Gitarre Ewald Veit. Am Bass Franz Monschein. Und ich kann ganz kurz noch dazu sagen, ich habe sie früher beim anderen Outfit die Gürtel gesehen, die tollen. Der Franzi ist extra, das ist jetzt kein Schmäh, extra noch in, wohin nach Osttirol fahren und hat sich diese Gürtel besorgt und am Montag bringt es wieder zurück. Also danke vielmals für den Aufwand. An der Bandflöte und Rhythmusgitarre unser Walter Bechter. Und als Liedsänger Peter Steinlechner, Karl Fritz. Dankeschön.